29. Juni, Hochfest der Apostel Petrus und Paulus. Lasst uns an Petrus rufen an, lasst uns an Paulus rufen an. Am 29. Juni feiert die Kirche alljährlich das Hochfest der Apostelfürsten Petrus und Paulus. In unserem Leben rufen wir an, seid uns ein Vorbild in dieser Zeit, dass wir Gott loben in Ewigkeit. Nicht der Todestag der beiden Apostel wird gefeiert, sondern die vermutliche Übertragung ihrer Reliquien in die Katakombe an der Via Appia, nahe bei der heutigen Kirche San Sebastiano. Das Fest wird zum ersten Mal im römischen Staatskalender von 354 erwähnt. Dieses Gedächtnis besitzt einen hohen Rang im liturgischen Kalender, auch besonders durch eine eigene Vigilmesse hervorgehoben. Der Eröffnungsvers der Messe am Vorabend des Hochfestes lautet: Petrus, der Apostel, und Paulus, der Lehrer der Völker, sie haben uns dein Gesetz gelehrt, o Herr. Entsprechend wird der Apostel in der Liturgie des Stundengebets auch als Licht der Welt und des Erdkreises gepriesen, der für den Namen Christi sein Haupt unter das Schwert geneigt und durch das Martyrium gekrönt worden ist. Hodie Paulus Apostolus, lumen orbis et terrae, martyrio coronatus est. Halleluja. In der Präfation der Messfeier wird die Rolle der beiden so bedeutsamen Männer für die Geschichte der Kirche sehr präzise mit den folgenden Worten charakterisiert: Petrus hat als erster den Glauben an Christus bekannt und aus Israels heiligem Rest die erste Kirche gesammelt. Paulus empfing die Gnade tiefer Einsicht und die Berufung zum Lehrer der Heiden. Auf verschiedene Weise dienten beide Apostel der einen Kirche. Gemeinsam empfingen sie die Krone des Lebens. Und in einer der Orationen heißt es zusammenfassend: Herr unser Gott, durch die Apostel Petrus und Paulus hast du in der Kirche den Grund des Glaubens gelegt. Diese Kirche ist jene von Jesus Christus gewollte Gemeinschaft, der seine Verheißung gilt, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Denn er, der auferstandene und erhöhte Herr, ist das Haupt dieser Kirche, die er berufen hat, sein heiliges, auserwähltes Volk zu sein. Er ist der Herr, von dem sie mit innerer Gewissheit durch alle Zeit verkünden kann: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Der Kommuniongesang der Liturgie zum Apostelfest stellt diese grundlegenden Worte in einen nicht minder bedeutsamen Zusammenhang. Da wird gesungen: Petrus sagte zu Jesus: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus erwiderte ihm: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Nicht aus eigener Erkenntnis konnte Petrus in der Szene des Evangeliums dieses Zeugnis als Sprecher der Apostel formulieren. Die Offenbarung der Wahrheit durch den Geist Gottes ist die Voraussetzung für unseren Glauben und auch den des Petrus. Darauf ruht im Letzten die unerschütterliche Stabilität des Fundaments der Kirche. Der Geist Gottes wirkt in ihr, in und trotz aller menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Darauf können auch wir unser bewusstes Bekenntnis zur Kirche und ihrem Fundament gründen. Im Zentrum der katholischen Kirche in Rom stehen zwei Kirchen, die jeweils über dem Grab des Apostelfürsten Petrus und Paulus errichtet sind. Das Petrusgrab befindet sich in den Tiefen des Petersdoms, in einem Bereich, der als vatikanische Nekropole bezeichnet wird. Es wird angenommen, dass Petrus nach seinem Tod auf dem Vatikanhügel begraben wurde, in der Nähe des Ortes, an dem er sein Martyrium erlitt.
Zunächst wurde an der Stelle des Petrusgrabes eine alte Basilika errichtet, die schließlich durch den heutigen Petersdom ersetzt wurde. Die Basilika St. Peter über dem Grab des ersten Papstes der Kirche bedarf hier sicher keiner besonderen Vorstellung. Jeder von uns hat diesen mächtigen Kirchenbau vor seinem inneren Auge, wenn er an Rom und seine Päpste denkt. Im Inneren der riesigen Kuppel des Petersdoms ist mit meterhohen Lettern ein Wort aus der Bibel verewigt, das zum Fundament des Wesens und der Verfasstheit der Kirche Jesu Christi geworden ist. Tu es, Petrus, et super hanc Petram edificabo Ecclesia mea. Die Worte Jesu also, du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Die römische Kirche St. Paul vor den Mauern ist die wichtigste Pauluskirche der Welt. Die Kirche bzw. das Kirchengebiet gehört zu den extraterritorialen Gebieten des Vatikanstaates. Der Name der Basilika St. Paul vor den Mauern leitet sich einerseits vom Apostel und andererseits vom Standort ab, da sich die Kirche außerhalb der antiken Stadtmauer befindet. An der Stelle soll der heilige Paulus im Jahr 67 enthauptet worden sein. Anschließend wurde sein Leichnam dort beigesetzt. Unter dem Kaiser Konstantin entstand Jahrhunderte später eine Gedächtniskirche. Kaiser Valentinian II., Theodosius I. und Honorius ließen einige Jahrzehnte später in den Jahren 386 bis 410 die kleine Kapelle durch einen mächtigen Kirchenbau ersetzen. Es entstand eine Basilika, die bis zur Errichtung des heutigen Petersdoms im 16. Jahrhundert die größte der Welt war. Aus einem Buch mit Meditationen zum Kirchenjahr aus der Feder von Benedikt XVI., Josef Ratzinger, stammen die folgenden Gedanken zu unseren beiden Tagesheiligen. Am Aufgang zur Petersbasilika hat Papst Pius IX. Im 19. Jahrhundert zwei machtvolle Figuren der Apostel Petrus und Paulus aufgestellt, beide leicht erkenntlich an ihren Attributen, die Schlüssel in der Hand des Petrus, das Schwert in den Händen Pauli. Wer ohne Kenntnis der Geschichte des Christentums die kraftvolle Gestalt des Völkerapostels betrachtet, könnte wohl zu der Meinung kommen, es handle sich um einen großen Feldherrn, um einen Krieger, der mit dem Schwert Geschichte gemacht und sich Völker unterworfen habe. So wäre er einer der vielen, die sich um den Preis des Blutes der anderen Ruhm und Reichtum geschaffen haben. Der Christ weiß, dass das Schwert in den Händen dieses Mannes die gegenteilige Bedeutung hat. Es ist das Werkzeug seiner Hinrichtung. Als römischer Bürger durfte er nicht wie Petrus gekreuzigt werden, er starb durch das Schwert. Aber auch wenn dies als eine noble Hinrichtungsart galt, so gehört er in der Weltgeschichte zu den Opfern der Gewalt und nicht zu den Tätern. Seit ältesten Zeiten feiert die Kirche von Rom das Fest der großen Apostel Petrus und Paulus als ein einziges Fest, am selben Tag. Durch ihr Martyrium gehören Petrus und Paulus für immer zueinander. Ein Lieblingsbild der christlichen Ikonographie ist die Umarmung der beiden Apostel auf dem Weg zum Martyrium. Wir dürfen sagen, ihr Martyrium selbst ist im tiefsten der Vorgang einer brüderlichen Umarmung. Sie sterben für den einen Christus und sind eins in dem gemeinsamen Zeugnis, für das sie ihr Leben hingeben. In den Schriften des Neuen Testaments können wir aber gleichsam die Geschichte ihrer Umarmung, dieses Einswerden in Zeugnis und Auftrag, verfolgen. Es beginnt damit, dass Paulus nach dem Zeugnis des Galaterbriefs 3 Jahre nach seiner Bekehrung nach Jerusalem geht, um Kephas kennenzulernen. 14 Jahre danach steigt er noch einmal nach Jerusalem hinauf, um den Angesehenen das Evangelium vorzulegen, wie er es verkündigt, damit ich nicht ins Leere laufe oder gelaufen bin. Diese Begegnung endet damit, dass ihm Jakobus, Kephas und Johannes die Hand reichen und so die Kommunio bekräftigen, die sie im einen Evangelium Jesu Christi verbindet.
Ich finde es als ein schönes Zeichen dieser wachsenden inneren Umarmung, die in aller Verschiedenheit der Temperamente und der Aufträge vor sich geht, dass die Mitarbeiter, die Petrus am Ende seines ersten Briefs erwähnt, ebenso enge Mitarbeiter des heiligen Paulus sind, Silvanus und Markus. In der Gemeinsamkeit der Mitarbeiter wird die Gemeinsamkeit der einen Kirche, die Umarmung der großen Apostel, ganz konkret sichtbar. An den Apostelfürsten, so bezeichnet die Kirche Petrus und Paulus, an diesen beiden Gestalten lässt sich ablesen, wie Christen heute und immer wieder neu leben können und sollen. Nicht im Rückblick auf gewesenes Versagen, sondern im von der Gnade Gottes entfachten Eifer, sich für das Erkannte einzusetzen. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass durch die Hände der Apostel viele Zeichen und Wunder geschahen. Selbst die Kranken trug man auf die Straßen hinaus und legte sie auf Betten und Bahren, damit, wenn Petrus vorüberkam, wenigstens sein Schatten auf einen von ihnen fiel, heißt es dort. Dem Schatten des Petrus wurde heilende Kraft zugeschrieben, denn dieser Schatten kam vom Licht Christi und trug daher etwas von der Macht seiner göttlichen Güte in sich. Der Weg, den uns Petrus dorthin führt, ist die Nachfolge Jesu. Im zweiten Petrusbrief ermahnt er dazu. Apostelfürsten Petrus und Paulus sind Patrone Roms. Durch ihr Martyrium in Rom sind sie zu Brüdern geworden, zusammen die Gründer des neuen christlichen Rom. Als solche besingt sie der auf Paulinus von Aquileia, gestorben 806, zurückgehende Hymnus der zweiten Vesper. O Roma Felix, glückliches Rom, purpurgeschmückt durch das kostbare Blut so großer Fürsten. Du ragst hinaus über alle Schönheit der Welt, nicht durch dein eigenes Lob, sondern durch das Verdienst der Heiligen, die du mit blutigem Schwert getötet hast. Die Apostel Petrus und Paulus haben die Kirche begründet. Sie haben den Kelch des Herrn getrunken, nun sind sie Gottes Freunde.
zu den beiden bedeutsamen Gestalten des heiligen Petrus und des heiligen Paulus folgen in diesem klingenden Lexikon noch je ein eigener Artikel zu ihrem Lebensbild.